Den REE ist ein Grand Contrat zwischen Lützebäuer Unternehmen und drei Eco-Studenten von Straßburg. Der Chef Drouy, der Präsident vom Studentenkomitee, hat Belmin und Vanessa erklärt, was sie nun mitten an der Chambre de la Commerce den Jungen bringt. Ich meine, heute kommen immens viele Arbeitsgeber von der Lützebäuer Ökonomie, bekannter, große Unternehmen, und die sind wirklich ob der Sicht nur Lützebäuer Studenten. Die Lützebäuer sind gefreut, und da kommen die Lützebäuer auch rein, weil sie wissen, heute ist der Punkt, für Kontakte zu knappen, einen Stage zu finden oder den nächsten Beruf zu finden. Das ist ganz interessant, es gibt immer mehr verschiedene Fächer, wenn ich das so kann, in der Ökonomie im Generellen. Es gehen dann so verschiedene Richtungen, just am Finanzwesen, könnt Fintech zum Beispiel dabei. Und da gibt es so viele verschiedene Sachen, mit denen ich beschäftigen kann, dass es immer mehr breit gefächert und immer mehr interessant und auch immer mehr spezialisiert wird. An der Chambre de Commerce haben sich viele Ökonomie- und Droitstudenten getroffen, für bei der 34. Edition von der Rencontre Entreprise Étudiant dabei zu sein. Also eine Gelegenheit für Studenten, sich mit Unternehmen auszutauschen. Wir haben den Chef Drouy, Ex-Schüler aus dem Ulzicht-Kanal, heute Präsident von der ANASEC, gefragt. Wie groß ist Arbeitsmond am Ökonomie- und Droitbereich zu Lützebüch? Kann ein Lützebüer Ökonomist gegen die Konkurrenz vom Ausland kommen? Ich gebe so, ein großer Vorteil ist noch immer, die Feier sprechen zu können. Das ist eine ganz wichtige Natur, die wir nie sollen wegschicken. Neben dem Lützebüchen für man Sektor Publik zu schwätzen, ist noch immer extrem wichtig, Deutsch und Französisch zu schwätzen und eben auch Englisch zu schwätzen. Ich meine, Lützebäuer können noch immer relativ gut Englisch im Vergleich zu denen im Ausland. Und das sollen wir beibehalten. Du willst aus den Lützebäuer noch wie früher auch extrem gefreut und du willst organisieren auch die Vorhalt. Ich persönlich finde am interessantesten Fund, weil ich gesagt habe, dass die Digitalisation und die Robotisation, die stattfinden in den nächsten Jahren oder schon stattfindet, dazu lädt, dass ganz sehr immens viele Leute ihren Job werden verlieren. Ich hatte als froh die Bonnen gestellt, was den sozialen Impact wäre, wenn zum Beispiel Tesla den neuen PKW möchte, den automatisch fährt und dann 3 Millionen Trucker in Amerika ihre Beruf verlieren. Die haben alle gute Familien, die haben alle gute Freunde, die gehen ja nur wählen. Und das gesagt ihnen ja nur auch an der Politik und an dem Sozialwesen allgemein. Und ich meine, das Thema ist so breit gefächert, dass nicht nur Studenten, nicht nur Leute, die schaffen, sich können dort aufhüchen, wie das dann einfach die Gesellschaft im Allgemeinen impliziert. Der Vater ist, ich von selber während le droit mais natur, wir sind da plein d'opprimier. Der Xavier Bettel, Premierminister und früherer Droitstudent, hat uns erklärt, was ihn in diesem Event so wichtig findet. Das wichtige Event, weil wenn ihn oft am Lycée oder auf der Uni ist, ihn nicht weiß, was ihn überhaupt dann noch machen kann, was von den Buschen kann haben. Und so ein Rencontre zwischen Professionellen und Studenten ist immer gut für ob Fragen auch Antworten zu kriegen und überhaupt schon Informationen noch zu kriegen, wenn ich noch vielleicht keine Frage gestellt wird. Diesen Event, das ja von Schülern organisiert wird, könnt ihr euch vorstellen, dass das Ministerium der Education das Rencontre organisieren könnt oder ein anderes Ministerium für andere Sporten zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel vor l'Étudiant, die vom Ministerium organisiert wird, von Organismen, die nicht im Ministerium sind, die das dort organisieren. Und die haben so viel mehr breit gefächert, wie just Eco und Droit, das heißt, das geht schon gemacht. Also das ist wichtig, dass ich Fried mit dem, was ich studiert habe. Ich finde, ich habe auch Geo vielleicht oder Geschichte studiert, Schule Droit studiert, weil ich auch Lust hatte, Droit zu studieren. Aber ich wollte einfach etwas haben, wo ich ein bisschen Menschen besser kennenlernen und nicht vorheben als für Kurt, wo ich auch den Beruf ausgeübt habe. Und ich hatte Fried bis letzten Tag, weil ich mit dem Bank und ich verheide, ich ging nach Mäusert Gericht gegangen, für etwas zu plädieren. Droit ist ein ganz breit gefächertes Fach, finalement. Denn, ich meine, das ist extrem interessant, weil es einem ganz viele Möglichkeiten gibt. Denn Droit ist nicht nur das, was ganz viele Leute machen oder ganz viele Schüler für alle Mengen etwas Gesetze auswendig zu lehren. Ich meine, das ist das, was wir nur auf der Table Ronde gesehen haben und was das Intervenant gesagt haben, ist, dass den, Droit auch durchaus für ganz viel soziale Kontakt und für und allem soziale Probleme zu lesen. Droit ist omnipräsent, Droit ist nicht nur umgericht, Droit ist an unserem alltäglichen Leben. Und dafür ist Droit ein extrem interessantes Studium oder auch Fach oder Mädchen. Die Unternehmen sichern den Kontakt zu Lützebüch mit den Studenten. Ich meine, das wird bei den Lützebücher Studenten ein großes Vorteil als Spruch.
den letztebursche Student schwatzt an der Moyenne, schwatzt den drei Feiersprochen. Und das ist extrem wichtig für die Entreprisen und auch für die Ökonomie und auch für den juristischen Bereich halt zu Lützebus. Denn der Test geht so weit, dass die Entreprisen zu uns kommen und den Kontakt mit uns sichern. Ich gebe so, das ist immens wichtig, für sich so viel wie möglich zu informieren und mit so viel wie möglich Betriebe zu schwätzen. Da findest du den Studenten vor, wie das heute immens wichtig. Weil hier kann ich wirklich mit einem ganz diversen Range von Akteuren an der Lützebäuerischen Ökonomie schwätzen. Und hier kann ich noch echt Kontakte knüpfen, für vielleicht ein Stage zu machen an der Zukunft. Was auch eine perfekte Möglichkeit, das für an der Berufswelt zu starten.